Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, wir müssen uns hier noch ein paar Spinte bauen. Ja, ein paar Spinte sollten wir noch bauen. Haben wir denn noch Titan? Tja. Aber zwei sollten doch genügen, oder? Für so einen Spind. Spind, Spind, Spind. Ja, das ist schön. Dann müssen wir jetzt von der nächsten Tour auf jeden Fall ein bisschen Titan mitbringen. Hilft ja alles nichts, ne? Warte mal, wie sind die aufgeteilt? Da sind vier Stück an einer Wand, okay. So, aber dann wird das jetzt Diamanten. Diamanten. Okay, passt nicht hin, dann Diamant. So, in den Rubinen. Kommt hier einmal raus. So. Klick, klick. So. Dann haben wir da zumindest mal wieder ein klein wenig Ordnung. So, ich würde... Was bist du denn? Höhlenrosensporen. Kann ich die anpflanzen? Glaube nicht, ne? Ich dachte, es wäre ein klares Nein. Nee. Dann sammle ich die da irgendwo. Ja, ich würde heute gerne ein bisschen... Ja, moin. Kyanit sammeln. Ein Kyanit. Oh, guck mal hier. Zack, zack. Ein Kyanit oder. Was war noch? Das Kyanit. Oh, da ist so voll gleich. Okay. Aber warte mal, da können wir doch bestimmt. Ionenergiezelle, okay. Ionenbatterie. Pikanter Feuerschoten. Ich habe auch keinen Feuerschotenbaum, ne? Nee. Was wollte ich jetzt? Das hat mich wieder etwas aus dem Konzept geworfen. Ich habe Essen, ich habe Trinken. Ich sollte mir mehr Trinken mitnehmen, auf jeden Fall. So, schön das Salz. Zwei Wasser sollten ja reichen. Zwei Verbandskästen, zweimal Essen. Sollte ich dick mit hinkommen. Ach genau, ich bin hier mit Krust. Zack. Diamanten sind normalerweise kein Krust, ist mir voll bewusst, aber naja. So, Kyanit. Und wir wollten hier zum Q59 prinzipiell. So, das heißt, ich werde jetzt erst einmal noch ein bisschen hier von unserer Melone oben naschen. Oder vielleicht gleich ein bisschen auseinandernehmen. Danach muss ich. Die sind angepflanzt. Wie ist es mit denen? Upsa. So, da kann man hier erstmal schön anpflanzen. Und die kann man essen. Oh. So. Die essen wir erstmal. Chinesische Kartoffeln. Da brauchen wir Samen von. Ist hier noch nicht so weit? Nein! Warum? Warum? Blödes Ding. Eiskorb. So, einen noch. So. Gut so. Ja, schade, jetzt ist die Kartoffel weg. Aber dann kann man hier das Beet wenigstens neu mit anpflanzen. Warte. Ein Innenbeetkasten. Und zwar haben wir gesagt, hier wollen wir so einen kleinen Durchgang behalten. Und hier gehen wir so weit drüber, wie es nur geht. So. Genau, aber dann kann hier eine Tür rein. Dachte der Mann. Achso, warte, weil ich natürlich kein Titan dabei habe, geht es natürlich nicht. So, die sind noch weiterhin schön am Tun und Machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Seebahn. So, einen kleinen Moment mal kurz. Muss ich ab und zu mal nebenbei ein bisschen was organisatorisch
organisatorisches machen. Es war ein komisches Geräusch. So, dann gucken wir mal, ob wir das Artefakt Q59 finden. Gleichzeitig gucken wir nach Kyanit, gleichzeitig gucken wir nach Titan. So der Plan. Das Erbauerreservat. Pilotin. Ups, Entschuldigung. Wollen wir hier mal runter? Einfach mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Waren wir ja bereits? Ja, waren wir. Sieht ein bisschen komisch aus heute, das Licht, aber hier kann man Titan abgreifen. Ja, ja, ist recht. Ist schon recht. Oh, guck mal hier. Da ist Eis Titan, das nehmen wir alles mit. Ui! Muss da mal weg. So, Titan brauchen wir auf gar keinen Fall mehr. Titan sage ich, Diamanten. Brauchen wir momentan überhaupt nicht, weil wir haben so viel. So, müssen wir lang. 300 Meter diese Richtung. Dann schauen wir doch mal. Irgendwie ist das Licht heute viel, viel, viel zu hell, habe ich so das Gefühl. Kann mich aber auch täuschen. Also dann unsere gute Seemotte noch mitmacht, ist ja, upsi, alles prima. So, jetzt müssen wir hier aber nochmal 200 Meter irgendwie... Also Maus wieder langsamer machen, so. Ich vergesse das ab und zu mal. Schon gemerkt. Naja, ich könnte jetzt hier rumirren oder ich gehe einfach wieder raus und suche mir einen anderen Weg. Upsi. Ja, Sekunde, ich muss reparieren. Ich weiß. Oh, Titan. Titan. Dann kannst du ja weitergehen. Haben wir jetzt hier eigentlich schon einen Frachtraum? Nee, ne? Haben wir nicht. Okay. Naja, wir haben ja noch jede Menge Platz. So, wo ist mein Erbauerartefakt? Da drüben. Dann schauen wir doch mal weiter runter. Eventuell haben wir ja Glück und wir sind hier richtig. Oh, ein Krakenhai. Haikraken, was auch immer. So, hier unten kann er uns mal nicht folgen. Das sind ja interessante, komische Knubbels. Ja, ja, ich muss hier die Knubbels angucken. Ach, das wird hier von diesen Wurzeln hier sein, ne? Nun, dann gucken wir weiter. 230 Meter. Okay, da bin ich ein bisschen weit weg, glaube ich. Als dass ich da durch eine Höhle kommen würde. Junge. Was sind denn das eigentlich für Dinge? Habe ich die schon gescannt? Scheinbar. Okay. Hui. Ist hier eine Sackgasse? Nee. Aber ich entferne mich doch immer weiter. 280 Meter.
man da irgendwie langkommt. Ui. Nein, 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 ich bin nichts zu essen. Hau ab. Upsi. So, was bist du denn Schönes? Aussteigen hier nicht möglich. Warum? Warum? Entschuldigung. Ist einfach so ein toter Fisch. Ja, da bin ich ja vorhin rein, ne? Tja, dann suchen wir mal weiter. Gucken, ob wir das umrunden können. Wenn nicht, versuche ich mal oben an der Oberfläche irgendwie drüber zu fahren und dann runter zu gehen. Und dann müssen wir ein bisschen drum herum rotieren oder irgendwie sowas. Oh, was ist das denn? Bestimmt wieder im Frachtabteil, ne? Jawohl, ja. Fabrikator, okay. Haben wir auch schon. Das dürfte mir eigentlich gar nicht so schlecht dastehen, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ui. Alles recht eng hier. Da muss man sich schon ein bisschen durchzwängen. So. Das könnte jetzt aber... Ui. Vielleicht gut werden. Machen wir Licht wieder aus, nicht dass er mich sieht. Nee, da muss ich glaube ich höher. Tischkorallen. Hatten wir noch Tischkorallen, Freunde? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So. Jetzt fahren wir mal drüber. Sind wir hier richtig? Lass mal sehen, das sind noch 290 Meter. Es sieht ja schon mal vielversprechend aus, wenn diese komischen Dinger da sind, ne? Da sind die nächsten. Ach nee, das ist das Reservoir. Muss ich denn hier dann nochmal rein? Ups. Ich gehe mal gucken. Hallo, kleiner Roboter. Ne, ich glaube, hier mache ich sonst nichts, ne? Da machst du nichts. Ach, da habe ich Ellen geholt. Stimmt. Gott, blende das. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. So. Okay, das war ja schon mal ein kleiner Reinfall. Achso, ich werde jetzt die Folgenlänge auch wieder auf normale Länge machen. Ich weiß nicht, wie ich auf den Gehirnfurz kam, das Ding auf 20 Minuten zu machen. War halt so. Bin irgendwie draufgekommen, so von wegen, oh, ja, Ende. Frag mich nicht, keine Ahnung. Manchmal bin ich halt ein bisschen verwirrt. Ein bisschen verpeilt, kennt man ja. Ui, ja. So, jetzt fahren wir einmal hier um diese Schlucht herum quasi. Also einmal raus aus der Schlucht und dann wieder... Auf der anderen Seite hier drüben nach unten. Quasi irgendwo hier so. Wenn es denn runter geht. Ah. Hier vielleicht, hä? Nee. Mal Waffe scharf machen.
So, ich muss doch irgendwo runtergehen. Wie ist es denn hier? Hau ab! Na gut, warte, dann holen wir uns erstmal Kyanid, wenn wir jetzt, bevor wir jetzt hier die komplette Folge einfach irgendwo hier in der Gegend rumdödeln und suchen wie die Großen. Ne, das war einfach nur so eine Erzader. Fahre ich jetzt einfach nach Südwesten und dann tauche ich ab. Wenn man denn irgendwo abtauchen kann, ne? Na, ihr Steine-Crasher. Hier sieht es ja schon mal ganz gut aus. So, waren wir da schon? So. Was ist das? Frage, möchte ich hier runter? Nee, da ist ein Dicker. Gehen wir lieber hier runter. Wow, okay, hier war ich definitiv noch nicht. Was habe ich hier gefunden? Passe ich da durch? Nö. Was haben wir denn hier? Es geht auf jeden Fall tief runter. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ja, ich hoffe, hier unten gibt es... oh, hier kann man wohl mit Krebs, ja? Ah, Sauerstoffpflanzen. So, da war. Was bist du denn? Ein Wärmekraftwerk. Okay. Vielen Dank. Hallo Krebs. Hallo Krebs. So. Boah, das ist ein großer Rubin. Okay, da scheint hier die. Eine Krebsstation gewesen zu sein. So, mal schnell was getrunken und so. Oh, oh, Sauerstoff. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hat er. Sollte aber dann trotzdem. Kann ich da einsteigen? Bitte, bitte, bitte. Nein. Schnell das PDA genommen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh nein, ich schwimme auch in die komplett falsche Richtung, Freunde. Das war es. 15 Sekunden noch. Oxygen. Da, 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 da. Is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Gibt's noch mehr Sauerstoff? Nein. Dann. Oxygen. Ja, Entschuldigung, dann werde ich jetzt wohl abnippeln. Oh Mann, oh, ich mag nicht. Und es wird Nacht. Schlaf gut. Oh, oh, ich habe einige Gegenstände verloren. Da hüpft der kleine Pinguin. Aber scheinbar nichts, was irgendwie mega wichtig gewesen wäre. Ein bisschen Titan haben wir verloren, aber das ist egal. Okay, wir müssen hier definitiv mit dem Krebs dann mal her. Ich gehe jetzt nur noch einmal ganz kurz gucken, was hier oben so herumsteht. Da vielleicht noch irgendwas gibt.
Ja, Rubine kann man mitnehmen. Ah, siehst du, da hinten ist noch ein PDA. Apropos PDA, den lesen wir uns dann gleich durch, wenn wir wieder in der Seebahn sind. So, ansonsten scheint es ja hier nicht viel zu geben. Kann man da durchschwimmen? Leider nein, aber es sieht interessant aus. Da hinten geht es weiter. Naja. Wie gesagt, da müssen wir mal mit dem Krebs herkommen. Oh. Habe ich dich schon? Ja, ich glaube. Wir müssen uns mal umgucken. Aber für den Krebs, glaube ich, brauchen wir das Kyanid, ne? Wenn wir so ein... zack. Welches PDA hatten wir denn bekommen? Das ist eine gute Frage, ne? Verdammt. Essen. Zack. Ach, Mist. Okay, aber... Jetzt wissen wir, dass im Südwesten, ungefähr 1 Kilometer südwestlich von meiner Basis, ein Eingang ist, wo wir mit dem Krebs rein müssen. So, aber prinzipiell müssen wir jetzt noch weiter nach unten. Geh weg. Für Kyanid. So, könnten kurz nochmal an die Oberfläche und gucken, was da oben so abgeht. Was geht ab? Schneesturm. Dann ab nach unten. Ins warme Wasser. Oh, es wird kälter. 2 Grad. 1 Grad. Ungünstig. Es geht auf jeden Fall weit nach unten. Da sieht man was. Was seid ihr? Augenquallen. So. 245 Meter und es geht noch tiefer. Und runter. Oh, das sieht nicht, dass hier das Ende der Map ist. Das sieht aber. Entering ecological dead zone. The prospect for survival is fast approaching zero. Ich habe ihn gesehen. Alter Vater. Sah der jetzt genauso aus wie im alten Teil? Weiß ich gar nicht. Dafür war meine Reaktion, glaube ich, viel zu schnell mit dem Abschießen. So, gehen wir mal Richtung Wrack. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das Kyanid gefunden habe, ne? So, also da geht's Richtung Wrack und hier geht's nach unten. Das heißt, hier ist noch eine... lebendige Zone und keine Todeszone. Ah, guck mal, da ist so eine Riesenqualle. Oh, das heißt... Das war auch der falsche Knopf. Das heißt, der Leviathan ist hier irgendwo. Upsa. Ich muss mal ganz kurz reparieren. Ups. Versteck mich mal hier. Warning, passing 200 meters. Ja, das ist mir bewusst. Nehme ich mal so Zeug mit.
glaube, ich höre ihn. Unseren Kollegen. Jetzt natürlich die Frage, möchte ich dann da mit der Seemutter rausfahren? Sehen wir zumindest nichts. Schleichen wir uns ein Stück vor. Still und heimlich, ganz leise, ohne dass uns jemand bemerkt. Da kann ich dann, glaube ich. Rising temperatures detected in mineral-rich fissure below. Ja, 30 Grad haben wir. Upsi. So ein Ding. So, ich guck mal eben schnell. Eine Kolossqualle. So, was sagt uns denn die Kolossqualle? Zack. Einheimische Lebensformen, Tiere, Leviathane, Kolossqualle. Kolossquallen sind ortsgebundene Leviathane, die sich über Thermalschloten verankern und in ihrem glockenförmigen Inneren Wasserpflanzen beherbergen. Ankertentakel. Mit 6 Tentakeln verankern sich die Kolossquallen über Thermalschloten am Meeresboden. Jedes Tentakel ist mit kräftigen gebogenen Haken bedeckt, die nach unten wachsen und die Kolossqualle an Ort und Stelle festhalten. Durchsichtiger Schirm. Der hohle Schirm der Kolossqualle hat eine schmale Öffnung, die groß genug ist, um einem Menschen den Zutritt zu ermöglichen. Kolossquallen ernähren sich von thermophilen Bakterien und anderen Mikroorganismen, die aus dem darunterliegenden Schlot austreten. Auf der Oberseite des Körpers liegt eine zweite Öffnung, die kontinuierlich Wasser ausstößt, um einen konstanten Innendruck aufrechtzuerhalten. Eine symbiotische Beziehung. Der Körper enthält 6 verzweigte Plattformen, die Korallen ähneln. Auf diesen Plattformen wachsen Wasserpflanzen, die vor pflanzenfressenden Fischen geschützt sind. Die absorbieren und verarbeiten wiederum einige der Schwermetalle und Gase, die aus dem Thermalschot und der Kolossqualle ausgestoßen werden. Beurteilung zahm, nährstoffreich, beherbergt Pflanzen. Und der Leuchtewal. Also, sie ist zahm. Was für uns natürlich bedeutet, müssen wir mal gucken, ob ich da runter möchte. Ich schaue schon die ganze Zeit gespannt, ob ich vielleicht irgendwo da unten ein Kyanidchen finde. Das ist ja das, worauf wir jetzt eigentlich noch erpicht sind. Also hier geht's schon mal runter. Enge Sache, enge Sache. Ach, grüß Gott, was haben wir denn da? Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. I hope you will find more. Ja, man wird sehen. The network is indicating more of my people's technology, but the images I am receiving are fragmented, repeating. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Aha. Ja, bitte. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people. The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2.
That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... Oh, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope to your database. Ja gut, Freunde, dann wäre es das für heute wieder gewesen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.